Nick Cannon, Baby Nummer 11 ist der, das 12. Kind ist unterwegs. Nick Cannon, 42, freut sich über Kind Nummer 11. Der US-Star hat ein weiteres Mädchen bekommen. Auf Instagram verkündet er die Geburt von Beautiful Zeppelin Cannon. Er postet ein Foto von sich, dem Baby und der frisch gebackenen Mutter, Model Abby De La Rosa. In dem Beitrag schwärmt er von De La Rosa. Er sei ihr aufgrund ihrer selbstlosen Liebe, die sie den gemeinsamen Kindern und ihm selbst entgegenbringe, für immer zu Dank verpflichtet. Beautiful sei privilegiert, eine so liebevolle und spirituell veranlagte Mutter zu haben. Es sei seine Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie und die Kinder sich jeden Tag wertgeschätzt und beschützt fühlten. Der Comedian, Schauspieler und Musiker fügt hinzu, Beautiful Zeppelin AKBZCAKBZB. Mach dich bereit, denn die Welt gehört dir. Papa liebt dich. Cannon ist für seine große Familie bekannt. Neben Beautiful Zeppelin haben er und De La Rosa die einjährigen Zwillinge Zionix Olydiane und Zillion R. Der 42-Jährige und seine Ex-Frau Maria Carey, 52, sind zudem Eltern der 11-jährigen Zwillinge Monroe und Murkan. Mit Model Brittany Bell, 35, hat er drei gemeinsame Kinder, die 5-jährige Golden, die einjährige Powerful Queen und Rice Messiah, der im September geboren wurde. Der Moderator und Model Britisi, 31, wurden im Juli Eltern von Baby Legendary Love. Mit Model Lani Sarkohl bekam er im September Baby Onyx Ice. Alyssa Scott, 27, gab Anfang des Monats bekannt, dass sie und Cannon ein weiteres Kind erwarten. Die beiden wurden 2021 Eltern eines Sohns namens Zen, der im Alter von 5 Monaten an einem Gehirntumor starb. Wie viele Kinder Nick Cannon insgesamt plant, ist nicht bekannt. Allerdings hat der Star schon über eine Vasektomie nachgedacht. Wie er im Frühjahr als Gast in der Show Daily Pop verraten hat: Ich war schon bei der Vasektomie-Beratung, vertraute er den Moderatoren an. Ich möchte nicht die gesamte Welt bevölkern, scherzte er zudem. Auch könne er so seinen bereits vorhandenen Kindern die Liebe und Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient haben. Verwendete Quellen: Instagram.com, Daily Pop.